irgendwas... Ach hier, wir müssen hier den Poolgenerator anschmeißen. Ich möchte aber trotzdem erstmal nach unten gehen. Und erstmal die Leiche da zu untersuchen. Die müsste ja runtergefallen sein, ne, eigentlich? Die müsste hier irgendwo liegen. Die müsste doch hier irgendwo... Okay. Dann ist die einfach weg. Vermute ich mal. Dann wird die einfach weg sein. Okay. Gut. Dann machen wir mal den Pool an. Oder beziehungsweise den Poolgenerator. Ich bin gespannt, was dann passiert. Aha. Endlich, ein Signal. Hör zu, mein Name ist Tannenbaum. Ich habe gesehen, wie du das Licht eingeschaltet hast. Und ich weiß, wer du bist. Bitte komm zu mir in die Bahnstation. Ich brauche deine Hilfe. Dringend. Wer bin ich denn? Neues Ziel, finde Tannenbaum. Ich frage mich gerade, wer ich bin. Da liegt die Leiche, oder? Ah, hier. Die habe ich vorher nicht gesehen. So, da haben wir wenigstens die Dollar schon mal eingesammelt. Aber wenn Tannenbaum uns doch kennt. Nur vielleicht wegen der Vorgeschichte oder... Ja, wir lassen uns einfach mal überraschen. Oh, was haben wir hier? Werbung für Kalitsch o Michersatz. Mhm. Was haben wir hier? Werbung für Kaschmir-Restaurant. Oh, Kaschmir. Aha. Ja, die Big Daddies waren ja eigentlich dafür da, um mal kurz zu erläutern, die Big Daddies waren ja eigentlich für, bei Rapture, waren sie dafür gedacht, um halt so Reparaturen unter Wasser zu erledigen. Damit die Stadt halt am Laufen bleibt. Also so unter Wasser, so wie hier gerade man gesehen hat, so Fensterreparaturen oder sowas. Dafür waren eigentlich die Big Daddies gedacht, aber das kam dann alles doch anders wie gedacht. An meine Tochter Eleanor. Aufnahme. Bald wirst du geboren. Und Rapture wird deine Heimat sein. Du wirst erzogen werden wie ich selbst. Dazu das Wohl deiner Mitmenschen über dein eigenes zu stellen. In dieser Stadt gilt dies als Ketzerei. Als abnorme Abweichung von natürlichem Eigennutz. Deine Kindheit hier wird schwierig. Aber der Preis für Revolutionen ist immer hoch, Eleanor. Wenn wir nur Geduld haben, wird Rapture zu uns kommen. Wenn wir Geduld haben, wird Rapture zu uns kommen. Mhm. Das spielt doch... Spielt das jetzt nach dem... Ich vermute mal, das spielt nach dem ersten Teil. Aber warum haben wir... Warum haben wir sie denn nie kennengelernt? Naja. Wir schauen mal. Ich habe seit Wochen kein Adam mehr gehabt. Hier spricht Dr. Adam wirst du auch nicht bekommen. Dies ist eine Nachricht an das Volk. Denkt daran, ihr seid nicht allein. Seht in mir nicht eine Herrscherin, sondern die Mutter der Familie Raptures. Die Mutter Raptures, oh Gott. Furchtbar. Furchtbar. Die will jetzt auf jeden Fall, die Lamp will auf jeden Fall jetzt wahrscheinlich weiterführen, das was Andrew vorhatte. Mit ihren Kindern oder beziehungsweise mit den kleinen Little Sistern. Ich bin mal gespannt. Hirnbooster. Ah, Werbung für Gentonikum. Mhm. Zufrieden durch Gentechnik, Gesundheit. Aha, ja. So, was haben wir? Eine Nietenpistole. Geil. Eine Nietenpistole. Feier ich jetzt schon. Okay, den Schraubenschlüssel kriegen wir anscheinend nicht, so wie das aussieht. Wie beim ersten Teil als Startwaffe. Wir gehen hier sofort in die Action. In die vollen quasi. Erstmal eine Ibspritze benutzen. Das ist gut, dass man das jetzt in dem Pausenmenü machen kann. Oder was auch immer das. Oder in diesem Break-Menü. Ah, Nieten nehmen wir auf.
Nehmen wir alles mit. So, Cola. Was haben wir noch da? Nichts. Ansonsten ist nur ein Tonband. Nehme ich sofort mit, nicht wundern. Wegbleiben. Warum? Okay, wir hören uns mal eben das Tonband an. Dann gehe ich mal dahin. Ich hab's mir knapper Not lebend hier runtergeschafft. Aber hier ist es tatsächlich. Rapture. Hierher haben sie mein armes Mädchen verschleppt. Was ich aus dem U-Boot heraus gesehen habe, liegt das meiste der Stadt in Trümmern. Aber hier und da gab's Lichter. Und Formen, die sich bewegt haben. Ich fasele dummes Zeug. Aus Angst vermutlich. Aber vielleicht, wenn ich diese Dr. Lam finde, die ich dauernd in den Durchsagen höre, vielleicht finde ich dann auch Cindy. Jetzt habe ich aus Versehen... Hä, was? Jetzt habe ich aus Versehen... Aus Versehen was getrunken gehabt. Ich wollte mal eben gucken. Ach, hier, guck mal. Eine Tauchkapsel, die zerstört ist. Die kennen wir ja auch noch. So, gucken wir mal. Also, weiter geht's. Aber wie geil das immer noch ist und wie viel Spaß das immer noch macht. Hallo. Großes Foyer. Aua. Was ist das denn? Alter, jetzt schon Kampf? Willst du mich verarschen? Ich bin doch noch gar nicht im Spiel! Alter, oh Gott, ich werde so sterben. What the fuck war das, Alter? Ich bin doch noch gar nicht dabei. Und schon so eine Action-Hilfe. Ich dachte, das wird so ein... Ich dachte, das wird so eine gemütliche Einführungsrunde kommen. Big Sister achtet auf Little Sister. Ach, Big Sister. Das ist also Big Sister, ist das also. Aha, guck an. Haben wir sie auch mal kennengelernt. Alter, geht das sofort in die Vollen. Ich dachte, ihr weißt, hey, schön, ein bisschen hier inspizieren und gucken und tralala. Und so ein bisschen hier ganz gemütlich Bioshock 2 anfangen. Ha, scheiße. Diane hat darauf bestanden, dass wir das Wochenende im Adonis verbringen. Aber schon sehne ich mich nach einer Auszeit von dieser Auszeit. Wenn sie mich tadelt, weil ich zu viel arbeite, zerfließen ihre Worte für mich zu einem endlosen, tierischen Gemecker. Ich habe Rapture gegründet, weil es frei sein soll von Gesetzen. Frei von Gott. Weil ich unter Menschen leben will, für die die Arbeit ihren Lohn in sich trägt. Trotzdem, wenn Diane davon redet, ein Kind von mir zu kriegen, dann halte ich inne. Ich hatte bislang nie über mein Vermächtnis nachgedacht. Vielleicht im neuen Jahr. Ist das die Frau von Anne Ryan, die Diane Lam? Kann das sein? Weißt du, hier schön gemütlich anfangen, ihr tralalala, mach's mal schön Bioshock 2. Ja, von wegen, scheiße, es fing... Was war das denn? Alter! Wir werden im kalten Bauch des Ozeans wiedergeboren. Es geht so einfach weiter, wie der erste Teil aufgehört hat. Direkt volle Action, voll in die Fresse und bam. Dinos Park dreht durch, ah ja. Von wegen mal schön tralala. So, Werbung für Krawatten von Wilson Freeman. Ah, guck mal an, der Mr. Freeman. Gordon Freeman macht also Krawatten, wusste ich gar nicht. Das ist wahrscheinlich sein neuer Nebenjob. Er arbeitet wahrscheinlich nicht mal bei Black Mesa. So. Okay, hier ist er langgelaufen. Oh Gott. Ich will hier nicht hin. Hä?
What the fuck? Willst du mich verarschen? Ich soll hier weg. Nee. Und das war ja das gewesen, was damals im, im ersten Teil die so viele gewünscht haben, auch mal ein bisschen unter Wasser zu laufen. In diesem Anzug kann dir selbst der Ozean nichts anhaben. Soweit so gut. Aber Rapture hat schon viele große Männer das Leben gekostet. Alleine kommst du nicht weit. Du kannst es noch zur Bahnstation schaffen. Suche mich dort. Und das war das ja gewesen, was damals viele gesagt hatten bei Bioshock 1. Mann, was hätten wir uns gewünscht, mal draußen rumzulaufen, zwischen den Häusern und tralala. Und die haben sie es gemacht. Okay, Tagebuch. Letzter Eintrag. Lizzie und ich, wir haben eine Tauchkugel gefunden und wir fahren heim. Wir haben das Pleißen sein lassen und das wird sich jetzt auszahlen. Ist es nicht so, Baby? Nächste Station, Erdoberfläche. Ich liebe dich. Du hast uns gerettet, Sammy. Nur du allein, Liebling. Sophia Lärm kann uns nicht hier festhalten. Sie wird uns doch... Was war das? Oh Gott, sie hat uns entdeckt. Das ist Lärm. Torpedo! Ich werde versuchen... Oh Gott, das hört sich nicht gut an. Okay. Erinnert mich auch gerade ein bisschen an Soma. Da erinnere ich mich gerne wieder zurück. Soma war echt auch ein cooles Spiel. So. Und da haben wir Rapture. Willkommen zurück. Willkommen in Rapture, der schönsten Stadt der Welt. Naja, ob ich es hier so schön fand, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich zurück. Ach, Atlantix, oh Gott, es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen. Es war ja, Moment, es war ja gestern. Also, zumindest vom Let's Play, ne? So. Da ist die Big Sister wieder. Atlantix Express. Wartungslager. Kann ich hier vielleicht... Ich schau mal eben. Geht das? Nee, das geht nicht. Ich dachte, man kann hier irgendwie vielleicht nach oben fliegen. So, ready. Okay, das erinnert sehr stark gerade an Soma. Dann werden wir mal fluten. Und ablassen. Dum, dum, da, 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 da. Ab nach den Atlantic Express. Der Atlantic Express. Nahrungsmittel wie Limo oder Kuchen werden automatisch verzehrt und stellen eine geringe Gesundheit wieder her, so wie du es brauchst. La 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 la, yeah, 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 yeah. So. Dann schauen wir mal. Inhalte werden gespeichert. Bitte schalte das PlayStation 4 System nicht aus, wenn das Speichersymbol erscheint. So. Dann wären wir auch schon wieder. Ach, du kommst zu mir, wie die Kinder gesagt haben. Komm hoch zur Bahnstation. Ich bin im Ticketschalter. Wenn du mir hilfst, verrate ich dir alles, was ich weiß. Okay. Geh zu Bridget Tannenbaum. Erstmal nehme ich alles mit. Kuchen, bisschen kauen. Ich höre jemanden. Hier ist, glaube ich, das Vorratslager der Big Daddies. Bin mir gar nicht so sicher. Boah, was ist das denn? Oh, Atlantics
Aha, Wartungseinrichtung von Atlantic Express. Ah ja, die Wartungseinrichtung. Safety now. Bitte verwenden Sie die Sicherheitsausrüstung. Na gut, ich habe eine Sicherheitsausrüstung an. Oh, was ist denn? Da flogen gerade Nieten durch. Wenn ich das richtig gesehen habe. Da sind gerade Nieten durchgerutscht durch das Rohr. Ich weiß nicht, ob man das irgendwo herkriegt. Nun, die meisten Überlebenden sind so. Splicer. Okay. Sie sind jetzt drogensüchtige, bösartige Raubtiere. Werkzeugspender, was ist das? Okay, warte mal, was haben wir hier? Hackpfeil. Hackwerkzeugdiagramm. Du hast das Hackerwerkzeug erhalten. Drücke R2, um auf Maschinen zu feuern und sie so auf deine Seite zu bringen. Aha. Ach so. Willst du eine Maschine hacken? Drücke X, sodass die Nadel im grünen Bereich der Anzeige stehen bleibt. Bei Weiß hältst du... Was, hältst du einen Elektroschock? Ach so. Ach so, das wird wahrscheinlich immer schwerer, vermute ich mal. Hacken erfolgreich. Ergebnis des erfolgreichen Hackens. Sicherheitstür ist jetzt offen. So, kann ich hier... Wie wechsle ich das hin? Nein. Ach, ich kann mir keine zusätzlichen... Okay. Ich dachte, vielleicht kriegen wir da noch ein bisschen... Stimmt, das war das ja auch, ne? Okay, man kann auch so... Ach, das haben sie jetzt so gemacht. Das ist natürlich geil. Gehackte Sicherheitsbots sind auf deiner Seite und greifen Feinde an. Wenn du beim Hacken einen blauen Bonus schaffst, richten sie mehr Schaden. Das ist ja geil. Okay, das muss ich mir merken. Okay, das muss ich mir merken. Blau gibt also mehr Schaden. Also, falls ich das vergesse, bitte erinnert mich daran. Ich werde das so oder so vergessen. So. Wir werden wiedergeboren. Na, ich glaube, hier in Rapture glaube ich nicht mehr. Mhm. Hallo, was war das denn? Ein Schatten. Oh Gott, ich habe ganz schlechte Erinnerungen. Ich glaube, hier war das Level, wo ich dann irgendwann aufgehört habe zu spielen. Ich glaube, hier nach diesem Level habe ich aufgehört. Ich weiß, was jetzt kommt. Oh Gott. Schön. Wie lange die noch schreit, ne? Andrew Ryan ist tot. Aber der Tyrann steckt in uns allen. Denkt daran. Wir lehnen das Gen ab. Wir lehnen das Ich ab. Wir lehnen den Tyrannen ab. Wir lehnen den Tyrannen ab. 3 kurze Jahre seit der Gründung und schon schreien sie nach einem Programm für mentale Hygiene. Da dreht sich mir der Magen um. Psychiatrie ist nicht Medizin. Psychiatrie ist Kaffeesatzleserei für Idioten, die zu viel Geld haben. Man sagt mir, die Menschen reagieren gereizt auf das Fehlen des Sonnenlichts. Ob ihnen die staatliche Zensur wohl auch fehlt? Die Beschlagnahmung von Privatbesitz in Kriegszeiten? Oder die Geheimpolizei, die sie nachts abholt? Wie auch immer, diese Lamp soll die Beste auf ihrem Gebiet sein. Schön. Wenn sie es hinkriegt, dass die schwächsten Glieder der großen Kette aufhören zu rasseln... Soll sie ihren Willen haben. Darum ging das nämlich. Die schwächsten Glieder, dass sie aufhören zu rasseln in der Kette. Darum ging es nämlich. Das Ende von Ryan ist das Ende des Ichs. Und darum ging das nämlich. Die Schwachen einfach fallen zu lassen. Und nur die Starken gewinnen zu lassen. Oder am Leben zu halten. Werbung für Atlantic Express. Ja. Wie cool, dass es noch wackelt da oben. Okay. Ja, und nach Teil 2 spielen wir natürlich im Let's Play auch Bioshock Infinite. Den Teil habe ich noch gar nicht gespielt, aber der soll auch mega sein. So, hier haben wir Toröffner. Was haben wir denn hier? Hier haben wir eine Sicherheitskamera, irgendwie zum Atlantic Express. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, es ist eine Falle. Wie es beim ersten Teil auch schon war. Wahrscheinlich.
Ich kenne dich. Das Symbol auf deiner Hand heißt, du bist ein toter Mann. 10 Jahre ist es jetzt her, Delta, seit du dir eine Waffe an den Kopf gehalten und abgedrückt hast. Aber nur Mut. Aus deinem Schmerz erblühte das Paradies. Ich weiß nicht, wie du überlebt hast, aber dein Leid hat ein Ende. Diese Männer werden dich von allem erlösen. Bitte versteh, wie alles, was ich tue, dies ist ein Akt der Liebe. Mhm. Verstehe ich nicht. Sophia Lamb, sie hat dich gefunden. Wie komme ich denn hier raus? Oh Gott, Alter. Hallo? Alter, was? Oh Gott, okay. Ich dachte, wir sterben jetzt. Ich wollte noch ein... Durchsuche Leichen nach Beute. Ja, ja. Ich habe gedacht, echt, wir sterben jetzt. Auf jeden Fall kommen wir in diesem Bereich mit dem Zug nochmal wieder. Das weiß ich noch. Ah, Maskenball 1959. Ja, da können wir uns noch dran entsinnen. Das war auch ziemlich am Anfang von Bioshock.